Religionen, aber welche ist die richtige? Das ist die Frage, mit der ich mich schon oft beschäftigte. Denn gibt es Gott nur in der Kirche oder auch im Rahmen des Alltäglichen? Ist er erfunden oder fern des Wahrscheinlichen? Die Antwort liegt verborgen in der Heiligen Schrift. Also gewähre ich mir die Einsicht über Geschichten von Mythen und Sagen. Es heißt, der Gott erschuf die Menschheit in nur wenigen Tagen. Doch nur wer zwischen den Zeilen liest, erkennt, man muss sein Schicksal selbst bestimmen. Darum wäre es falsch, mein ganzes Leben einem einzigen Glauben zu schenken. Es zu verschwenden wie die Zeit, die mir noch bleibt, bevor ich in den Himmel komme. Ich bin vollgefüllt mit Fakten des geschichtlichen Hintergrunds. In manchen Kulturen sagt man, dass man in anderen Formen wiederkommt, wenn sich die Tür hinter dir schließt und sich die nächste öffnet und du von vorn anfängst. Doch solange ich unter den Lebenden bleibe, gibt es keine Macht, der ich mich füge. Denn scheinheilige Priester, die nur Kohle wollen, gibt es zur Genüge. Ich durchschaue diese Lüge und halte Abstand von dem und bettel jeden Gott von hier bis Bethlehem, nur um das Licht zu sehen. Früher bin ich nie gern zur Kirche gegangen. Das hatte immer was mit Toten, Geburten und Verboten zu tun. Da gab's für mich nichts zu gewinnen. Ich wollte immer ganz schnell weg, niemand kann mich zu was zwingen. Für einen Gott, den niemand je gesehen hat, gibt es keinen Platz in meinem Herzen. Viele wurden wegen ihres Versuchs zu erklären bei lebendigem Leibe verbrannt und als Ketzer hingestellt. Ja, das ist einfach, Grenzen ziehen und sagen, so ist es. Es steht zu Buche, was ich tun darf. Doch eine Perspektive gab sie für mich nicht nach diesem Muster. Sei froh, wenn du das Richtige für dich gefunden hast. Der Glaube versetzt Berge, so heißt es. Jeder spricht darüber, doch keiner weiß es. Gesegnet mit der Zunge des Geistes, die Kraft trägt man in sich. Es wäre wunderbar, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt. Doch ich verlasse mich nicht darauf, das habe ich mir vorgenommen. Denn niemand, den ich kenne, ist von dort zurückgekommen. Niemand. Ist es Gott, Satan, Allah oder Buddha? Wer vollbringt die Welt Wunder? Das musst du selbst herausfinden, wem du folgen möchtest. Ist es der Engel oder Teufel, den du fürchtest? Ist es Gott, Satan, Allah oder Buddha? Wer vollbringt die Welt Wunder? Das musst du selbst herausfinden, wem du folgen möchtest. Ist es der Engel oder Teufel, den du fürchtest? Kennst du die Bibel, kennst du die 10 Gebote? Denkst du, dass du sie kennen solltest? War es bei dir so, dass man dich in die Kirche geschickt hat, obwohl du gar nicht wolltest? Die Leute meinen, jetzt hat dich Gott bestraft. Und wenn etwas daneben geht, Gott gab mir nicht die Kraft. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war und gebetet habe, denn ich wurde so erzogen. Gott erschuf die Menschheit, fühlst du dich jetzt angelogen? Fühlst du dich jetzt besser, weil du an ihn glaubst? Oder hast du einfach Angst, dass du nach dem Tod in die Hölle kommst? Besitzt du wie ich einen heiligen Namen? Und wurdest du getauft, wenn ja dann Amen? Reden wir von Himmel über das Paradies. Kam dorthin Jesus, als er uns verließ. An der Geschichte muss doch etwas wahr sein, denn sie wurde bis heute verbreitet. Also glaub ich an das ewige Dasein. Viele meinen, ich bin mein eigener Gott, sonst gibt es keinen. Ich sage, wenn es einen gibt, dann gibt es nur einen. Ist es Gott, Satan, Allah oder Buddha? Wer vollbringt die Welt Wunder? Das musst du selbst herausfinden, wem du folgen möchtest. Ist es der Engel oder Teufel, den du fürchtest? Ist es Gott, Satan, Allah oder Buddha? Wer vollbringt die Welt Wunder? Das musst du selbst herausfinden, wem du folgen möchtest. Ist es der Engel oder Teufel, den du fürchtest? Ist es Gott, Satan, Allah oder Buddha? Wer vollbringt die Welt Wunder? Das musst du selbst herausfinden, wem du folgen möchtest. Ist es der Engel oder Teufel, den du fürchtest?